but I don't think so, 'cause it's a jungle out there. It's a jungle out there. Meine Damen und Herren, liebe Hörer, wir befinden uns in der Bibliothek des Konservatismus in Berlin. Vor mir sitzt ein vergnügtes Publikum, bestehend aus, wie lässt sich die Szenerie hier beschreiben? Im Grunde ist die Bibliothek des Konservatismus eine ganz normale Einrichtung ihrer Art. Hier gibt es jede Menge Bücher. Allerdings hat man sich entschieden, im hiesigen Bestand auf so etwas wie die Memoiren von Daniela Katzenberger oder Dieter Bohlen zu verzichten. Zugunsten beständiger Literatur, die ihre Wertigkeit teils über Jahrhunderte hinweg immer wieder bewiesen hat. Der Bibliotheksbetrieb, einschließlich Suchmaschine, Sitz, Mobiliar und Kletterhilfen, unterscheidet sich nicht von demjenigen größerer Häuser. Dennoch gelten Menschen, die den Weg hierhin gefunden haben, und sei es allein zu Studienzwecken, im glatt gebürsteten Meinungshaar der Republik als unliebsamer Nackenwirbel. Wenn wir also dieses Pariatum der Besucher zusammenbringen mit der geografischen Lage des Hauses unweit des Kuhdamms, so lässt sich mit Fug und Recht sagen, in der Bibliothek des Konservatismus sitzen die aufmüpfigen Kinder vom Bahnhof Zoo. Was ist werthaltige Literatur? Nun, in vielen Fällen sind es Schriften, die unsere heutigen Verhältnisse schon weit im Voraus zu erahnen gewagt haben. Da gibt's etliche Beispiele. Ich habe Ihnen was rausgesucht. Walter Rathenau zur Kritik der Zeit, Berlin 1918. Und jeder von Ihnen, der vielleicht mal eine Kreuzfahrt gemacht hat, mit verschiedenen Stationen auf der ganzen Welt, der wird bemerkt haben, dass die Städte weltweit einander ähneln. Shopping Mall, Fressmeile, egal wo du ankommst mit dem Schiff. Diese Andeutungen gab es offensichtlich bereits vor 100 Jahren. Ich zitiere Walter Rathenau. In ihrer Struktur und Mechanik sind alle größeren Städte der Welt identisch. Nicht mindere Einförmigkeit begegnet im Geistigen. Im täglichen und nächtlichen Spiel werfen die Städte der Welt einander ihre Bälle zu, ihre Launen, Moden, Leidenschaften, Lieblinge, ihre Vergnügungen, Freunde und Künste. Ihre Wissenschaften und Werke tauschen sie aus und finden am Wechsel Gefallen. Das gleiche Theaterstück wird in Berlin und Paris gespielt, Klammer auf, Blue Man Group, König der Löwen, Klammer zu. Die gleiche Ladenauslage prangt in London und New York, Klammer auf, Mango, H&M, Nike, Klammer zu. Und wenn Ihnen das nicht prägnant genug war, nun, es gibt einen anderen, der auf deutschem Boden sich als Literat betätigt hat und einen Blick in die Zukunft wagte. Ein Mann, dessen Name Sie alle kennen, Hermann Löns. Warum kennt jeder in Deutschland den Namen Hermann Löns? Ganz einfach. Sobald es irgendwo daran geht, in einem Neubaugebiet eine völlig bedeutungslose Sackgasse zu benennen oder einen ausgelatschten Trampelpfad am Stadtrand, wer muss herhalten? Hermann Löns. Ja. Ich frage mich, was in den Stadtplanern im Rathaus vorgeht. Hör mal, dieser Wanderweg braucht noch einen Namen. Hast du eine Idee an dem Hermann Löns? Der ist auch gewandert. Ja? Und Hermann Löns sagte, ich zitiere, bald wird man in der ganzen Welt überall dieselben Menschentypen, dieselben Städtebilder, dieselben langweiligen Bars haben. Meine Damen und Herren, Starbucks und McDonald's lassen grüßen. Hermann Löns, 1898. Liebe Hörer des Kontrafunks, da wir von YouTube wiederholt aus politischen Gründen gesperrt oder mit Sperrung bedroht wurden, veröffentlichen wir unsere Sendungen hier nur noch sporadisch und bruchstückweise. Zum Nachhören und Herunterladen der Tondateien besuchen Sie bitte unsere Webseite kontrafunk.radio.